künstliche Intelligenz, eine Veranstaltung der Technischen Hochschule Nürnberg mit unseren Partnern. Heute geht es ums Thema Recht, Herausforderung und Chance für das Recht bei künstlicher Intelligenz. Und ja, wen in der Region sollten wir uns sonst als Gast einladen als Balthasar Ziutz? Er ist Rechtsanwalt aus Erlangen, Digitalexperte und beschäftigt sich sehr intensiv mit diesem Thema. Wenn Sie Fragen haben an den Referenten, können Sie die heute auch wieder stellen in den Kommentaren bei YouTube oder mit dem Hashtag Ringvorlesung bei Twitter. Und jetzt erstmal viel Spaß mit dem Vortrag. Vielen Dank, Markus, für die Einladung. Freut mich sehr. Es ist ja eine hochspannende Ringvorlesung, weil sie gerade die Grenzen zwischen den Disziplinen, die verschwimmen, auch verschwimmen lässt und Leute aus unterschiedlichen Fachbereichen zusammenbringt. Ich freue mich da, den rechtlichen Teil beizusteuern. Um das zu machen, Recht hat viel mit Regeln zu tun, regulieren. Aber was wollen wir regulieren? Das Verhältnis mit der künstlichen Intelligenz natürlich. Da müssen wir uns überlegen, wie empfinden wir das eigentlich? Wo stehen wir da? Welches Verhältnis haben wir zur KI? Und ich möchte hier mit einem sehr rechtlichen Thema starten und uns fragen, wie wäre es, wenn wir wenn die Polizei schon da wäre, wenn ein Verbrechen auftritt? Also was ist, wenn die schon vor Ort wären und dann entsprechend agieren können? Wie würden wir uns da fühlen? Ist vielleicht im ersten Moment eine ganz schöne Vorstellung. Die Polizei ist sofort immer an Ort und Stelle und kann agieren, bevor irgendwas Schlimmes passiert. Aber es hat noch weitere Implikationen. Es ist die Frage, was ist eigentlich so ein Verbrechen? Das ist ja eine rechtliche Wertung. Und dann kommen wir gleich zur Frage, kann ich denn das Recht vorhersagen? Könnte beispielsweise eine künstliche Intelligenz vorab sagen, dass eine bestimmte Handlung rechtlich korrekt ist? Oder eben nicht korrekt ist, damit verboten. Und mit dieser Vorstellung sind wir dann relativ schnell bei Science Fiction. Das passiert heute noch nicht. Das Bild, was ich Ihnen mitgebracht habe hier, ist ein altes Bild. Das ist eine Zeitschrift aus dem Jahr 56. Und der zweite Titel da drin, The Minority Report, ist was, das wahrscheinlich vielen bekannt ist, wahrscheinlich eher weniger wegen der Zeitschrift, denn wegen des Films. Es gibt eine Verfilmung von Spielberg mit Tom Cruise. Und in dieser Geschichte geht es darum, dass es drei Leute gibt, die Verbrechen vorhersehen können und eine Pre-Crime-Unit in der Polizei, die zukünftige Täter, bevor sie die Tat begehen, schon verhaften kann und damit Verbrechen verhindern. Es ist allerdings aus meiner Sicht auch eine Dystopie, weil es letztlich eine Gesellschaft ist, wo man gar nicht mehr frei agieren kann. Und es zeigt sich auch dieses Spannungsfeld sehr schön in der Geschichte, wo der Leiter der Pre-Crime-Unit Gegenstand der Untersuchung wird. Also es wird vorhergesagt, dass er einen Menschen ermorden wird. Umgekehrt, ein anderer Film, muss die KI aber auch nicht negativ sein, sondern es kann auch sehr positiv sein. Es gibt einen Film Her, da verliebt sich die Hauptperson in eine künstliche Intelligenz, nämlich in die Persönlichkeit, die das Betriebssystem hat. Und das geht so weit, diese Liebe zur KI, dass die Person dort eifersüchtig wird zu dem Zeitpunkt, zu dem die KI eine Affäre mit einer anderen KI hat. Das zeigt, dass dieses Verhältnis zwischen Mensch und KI relativ schwierig ist, teilweise, und nicht so einfach zu greifen. Wir schreiben der KI an diesen Stellen nämlich Persönlichkeit zu. Und das ist eher Science Fiction. Aktuell haben wir ganz andere Themen, die wir wirklich machen, wo wir uns fragen können, ist KI die Lösung für ganz reelle Probleme, die wir haben? Ein ganz reelles Problem, Markus hat vorhin schon Twitter erwähnt, ist Informationsüberfluss. Wenn ich auf eine Ansicht auf der Twitter-Startseite gehe, dann zeigt mir Twitter an, dass ich hauptsächlich die Top-Tweets zuerst sehe. Das heißt, Twitter filtert vor über einen Algorithmus, was ich denn sehen soll.
Das könnte man als künstliche Intelligenz bezeichnen. Es wird auch immer mal wieder kritisiert. Es gibt Leute, die versuchen, alternative soziale Netzwerke zu starten. Aber es ist letztlich so, wir werden der Informationsflut gar nicht Herr. Ich stelle es manchmal um und stelle es dann wieder zurück auf diese Einstellung. Das ist ganz reelle künstliche Intelligenz. Aber wir suchen auch für ganz reelle Probleme Lösungen, die noch nicht so da sind, beispielsweise gerade im Umfeld Corona. Es gibt die Hoffnung, dass KI-Lösungen uns helfen, besser beispielsweise Impfstoffe für das Coronavirus, gegen das Coronavirus zu entwickeln oder auch vorherzusagen, wo der nächste Ausbruch der Pandemie passieren könnte, um dort dann ganz gezielt Maßnahmen ergreifen zu können. Allerdings ist gerade das auch etwas, wo man schnell an Grenzen kommt, jedenfalls von unserem Verständnis, wenn wir an China denken. Dort gibt es wohl eine App, die einen QR-Code hat und eine Farbe und nur wer von der App als grün klassifiziert wurde, darf sich frei bewegen. Das heißt, letztlich entscheidet hier eine künstliche Intelligenz über unsere Freiheiten. Ob wir das wollen, ist eine Frage, die wahrscheinlich jede Gesellschaft für sich beantworten muss und wo auch nicht jede Gesellschaft die gleiche Antwort finden wird. China ist da ja sehr weitgehend, die haben zum Beispiel auch ein Social Scoring System, also wo man Wohlverhaltenspunkte kriegt. Ein größeres Problem, das uns alle betrifft und wo wir hoffentlich alle eine gemeinsame Antwort finden, ist Klimawandel. Hier ist eine Karte der Klimazonen. Letztlich hoffen wir dort, dass die KI uns hilft, besser vorbereitet zu sein, also ähnlich wie bei Corona Vorhersagen treffen zu können, wo trifft es ein, um beispielsweise bei einer Flutwelle vorher evakuieren zu können. Aber es gibt auch ganz handfeste andere Lösungen, wo man ganz konkrete, eher kleine Probleme oder auch große Probleme lösen möchte, aber jedenfalls lokal. Beispielsweise ein Startup, das mit Drohnen Wälder wieder aufforsten möchte. Bei dem Wiederaufforsten ist das Spezielle. Normalerweise gehen da wirklich Menschen hin und pflanzen Bäume. Eine sehr aufreibende Arbeit, anstrengend, nach einem Waldbrand beispielsweise, sehr unwegigen Gelände. Und das Spannende hier ist, dass auch nicht nur der Mensch körperlich ersetzt wird, sondern tatsächlich maschinelle Analyse gemacht wird, wo die Pflanzen am ehesten wachsen würden. Die Drohnen fliegen über ein Areal und suchen die besten Punkte und man kann Unkrautvernichtungsmittel beispielsweise punktuell einsetzen, anstelle es global einzusetzen. So könnte KI für manches Problem eine Lösung sein, aber vielleicht auch wiederum ein eigenes Problem. Wir waren gerade bei Drohnen. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung titelte vor 2 Jahren ungefähr Tod durch Roboter über Kampfdrohnen, also autonome Waffensysteme, die Menschen verfolgen und töten können, auf Befehl beispielsweise eines Militärs. Dort haben wir jetzt auch eine Herausforderung für das Recht direkt, nämlich was davon wollen wir, was wollen wir nicht. Das ist eine langwierige Verhandlung innerhalb einer Gesellschaft wohl. Und wenn wir jetzt konkreter zu Themen kommen, die beispielsweise Markus und mich zusammengebracht haben hier, wie ist das in der Juristerei und im Journalismus, haben wir immer 2 Betrachtungsfelder, deswegen habe ich auch hier die Beispiele mitgebracht. Wir haben einerseits die KI als Werkzeug für unsere Arbeit, sodass wir als Experten die Arbeit besser erledigen können. Das können beispielsweise Recherchewerkzeuge sein, das können Filterwerkzeuge sein, um große Datenmengen zu durchflößen. Das könnten in der Juristerei auch Logikwerkzeuge sein. Zu einem weiteren Beispiel komme ich bewusst nachher, ich habe es hier noch nicht aufgeführt. Auf der anderen Seite, oh, da habe ich einen Rechtschreibfehler, den Apple reingemacht hat. Die Intelligenz ist offensichtlich noch nicht so intelligent. Profiling sollte der erste Bullet Point auf der rechten Seite heißen. Das ist eine relativ alte Diskussion, gibt es schon mindestens 20 Jahre, solange kenne ich sie, wo man beispielsweise Kredite nur vergibt an Leute, die durch eine Maschine gut gerankt wurden, als sie werden den Kredit wahrscheinlich zurückbezahlen. Es gibt aber auch Diskussionen über Ranking in Suchmaschinenergebnissen oder ganz allgemein Algorithmenregulierung, wo diese beiden vorgenannten Punkte einfach Beispiele für sind. Weitere Diskussionen, die wir in der Juristerei natürlich führen, sind die Haftung. Was passiert, wenn eine KI etwas macht, das wir vielleicht nicht so wollten, beispielsweise ein selbstfahrendes Auto jemanden umfährt, verletzt,
gar tötet. Und auch die schon vorgenannten Waffen, das ist sicherlich etwas, wo wir Regeln finden müssen, in dem Fall sicherlich auch international. Beispielsweise für Verbraucher können auch Lösungen wie der hier gezeigte Do-Not-Pay-Bot helfen. Do-Not-Pay ist eine Lösung, die ein Schüler, glaube ich sogar, auf jeden Fall ein Jugendlicher, in England vor ein paar Jahren entwickelt hat, um Strafzettel aufzugreifen. Er hat festgestellt, er war genervt selber von einem Strafzettel und hat festgestellt, dass er vermutlich nicht rechtmäßig war und hat eine Lösung geschaffen in Form eines Chatbots, mit dem Leute ihre Daten eingeben konnten. Also der Chatbot hat sie abgefragt und dann hat diese Software einen Brief zur Einreichung des Widerspruchs bei der Behörde geschaffen. Und dadurch wurden in England ziemlich viele Strafzettel tatsächlich aufgehoben. Man hat also festgestellt, die Behörde hat sich nicht rechtskonform verhalten in vielen Fällen. So hat eine KI-Lösung, hier eine KI, die nur zur Informationssammlung war, ein guter Chatbot braucht relativ hohe Software-Cleverness, um gut zu interagieren, vielen Einzelpersonen im ganz kleinen Zugang zum Recht ermöglicht. Man kann das Ganze aber auch weiterdenken. Unser Mit-EU-Staat Estland denkt reell darüber nach, bestimmte Klagen vor Gericht nicht mehr durch einen menschlichen Richter entscheiden zu lassen, sondern durch einen Maschinenrichter, einen KI-Richter, Automaten sozusagen. Es gibt durchaus in der Juristerei Diskussionen darüber, ob das korrekt ist, ob das machbar ist. Hier in Deutschland kenne ich zum Beispiel starke Stimmen, die sagen, das würde unserem Grundgesetz widersprechen, dem Gebot des gesetzlichen Richters. Aber es ist durchaus etwas, über das man nachdenken kann und wo man gesellschaftlich Lösungen finden muss. Ich persönlich denke, das kann durchaus spannend sein, wenn es danach noch eine Instanz gibt, die insbesondere in der frühen Zeit, wo wir noch nicht wissen, wie es sich verhält, diese Urteile wieder aufheben kann. Also wenn ich beispielsweise in Berufung gehen kann gegen ein KI-Urteil. Im Journalismus, das ja das Themengebiet von Markus ist und das der in der nächsten Einheit der Ringvorlesung auch nochmal konkreter beleuchtet wird, gibt es auch immer wieder Lösungen, die ich persönlich sehr spannend finde. So kann man beispielsweise große Datenmengen mit intelligenter Software sehr viel besser durchflößen. Da gibt es immer wieder Enthüllungsjournalismus, der heutzutage angesichts der Datenmengen letztlich nur noch mit in gewisser Weise KI-Technologie funktionieren würde. Es gibt aber auch gerade im Bereich Sport und Finanzen tatsächlich Lösungen, wo Computer automatisch Texte beispielsweise über die neuesten Finanzzahlen eines börsennotierten Unternehmens generieren, wo gar kein Journalist mehr per Hand eingreift. Auf der anderen Seite hat auch der Journalismus hier eine wichtige Aufgabe, nämlich zu erklären, was da eigentlich passiert. Wir müssen der breiten Bevölkerung die Möglichkeit geben, selber sich ein Urteil zu bilden. Das ist etwas, das die beiden Disziplinen aus meiner Sicht stark verbindet. Wir müssen rechtlich wie auch journalistisch und in einigen anderen Disziplinen eben das Thema KI so aufbereiten, dass wir nicht Teile der Bevölkerung abhängen. Wenn wir jetzt uns fragen, wo wollen wir hin damit? Also die Frage, wie wollen wir die KI lenken? Dann sind wir natürlich bei der Frage, was ist das eigentlich von der Bedeutung? Da gibt es ein Zitat, das ich sehr beeindruckend fand, von Stephen Hawking. Das ist ein großer Physiker unter anderem. Der hat gesagt, dass das Kommen der starken KI, das ist etwas, das haben wir noch nicht, das ist eine KI, die letztlich wirklich in unterschiedlichen Bereichen autonom agieren kann. Wir haben aktuell immer nur KI, die in spezifischen Bereichen agiert, aber wenn wir wirklich die KI so ist, dass sie quasi sich in eigene Felder neu bewegen kann, dass das für die Menschheit das Schlimmste oder das Beste sein wird, das je passiert ist für die Menschheit. Und dahinter steht meinem Verständnis nach, dass er davon ausgeht, entweder diese KI wird unsere Probleme lösen, die wir selber nicht lösen konnten, also neue Ansätze finden, beispielsweise den Klimawandel lösen. Auf der anderen Seite kann auch sein, wenn wir nicht aufpassen, dass diese KI letztlich uns einfärcht und uns übernimmt. Sie ist ja intelligent, zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich intelligenter als wir. Da kann sie uns auch letztlich zu Sklaven machen. Aktuell sind wir in einer Phase, wo wir gestalten. Das heißt, wir können tatsächlich schauen, wie können wir Rahmenbedingungen setzen, dass wir hoffentlich auf die gute Seite kommen. Und
Als Bild habe ich hier noch was mitgebracht. Das sind einfach Segelschiffe. Das erinnert an die Entdeckung weiterer Teile der Welt. Ich fand das ein sehr passendes Bild für auch für das, was wir bei der KI machen, weil ich so ein Schiff nicht steuern kann, wenn ich nicht den Wind und die Segel und das Schiff verstehe. Also ich muss verstehen, was ich dort steuern möchte. Auf der anderen Seite haben diese Segelschiffe, die auf die Ferne gebracht, unsere Weltsicht komplett verändert und uns quasi eine neue Welt eröffnet. Wir haben da den Planeten durch eine ganz andere Brille gesehen, in einer ganz anderen Perspektive gesehen, und es hat sich plötzlich der ganze Fokus verschoben. Das heißt, bei der KI sind wir jetzt auch wieder bei der Frage, was lenken wir eigentlich da? Und jetzt komme ich mit einem typisch juristischen Werkzeug. Wir als Juristen fragen uns dann häufig, wenn wir ein neues Problem haben, wie ist es denn eigentlich definiert? Was ist eigentlich der Gegenstand? Habe ich eine Definition für KI? Um es mit den Worten einer Kollegin, die das letztes Jahr auf einer Konferenz so präsentierte, zu sagen, wo ist eigentlich die KI im BGB geregelt? BGB, bürgerliches Gesetzbuch, also unser Standard-Zivilrecht. Ich habe jetzt tatsächlich juristische Texte hierfür mitgebracht und wir schauen mal an, was da so geregelt ist und ziehen gemeinsam ein paar Schlussfolgerungen daraus. Die Frage, die wir dabei anschauen, ist letztlich, ist der Roboter, also die KI, ich setze die jetzt hier mal bildlich gleich, das Gleiche wie eine Person. Also kann ich die genau wie einen Menschen behandeln, weil das ist das, was das Recht aktuell regelt. Es regelt eigentlich das Verhalten und Zusammenleben von Menschen. Wenn wir da ins BGB schauen, finden wir gleich unter Paragraph 1 eine ganz spannende Aussage. Die spricht nämlich von der Rechtsfähigkeit. Das ist rechtlich die Eigenschaft, Rechte und Pflichten tragen zu können. Wir alle als Menschen können Rechte tragen. Und das sagt eben dieser Paragraph 1 ab der Geburt. Die Rechtsfähigkeit des Menschen beginnt mit der Vollendung der Geburt. Zur KI sucht man da vergeblich. Also es gibt zumindest in diesem Teil diese Definition nicht. Wenn man so ein bisschen hin und her schaut, findet man Sachen. Das sind körperliche Gegenstände. Die KI ist wenig körperlich, deswegen habe ich das gar nicht auf die Folie kopiert. Man findet aber auch zum Beispiel Tiere. Das sind ja immerhin Wesen. Deswegen habe ich gedacht, das ist vielleicht noch was Ähnliches, kann ich mal bringen. Da sagt das BGB in § 90a, Tiere sind keine Sachen. Naja, das ist ein interessanter Satz. Der hilft uns aber auch so noch nicht weiter, weil er noch nicht sagt, was es ist. Dann sagt das Gesetz weiter, dass besondere Gesetze die Tiere schützen. Das ist ein Satz, ist rein politisch da drin, der hat keinerlei Aussagegehalt, weil die Aussagen die anderen Gesetze treffen. Und jetzt kommt der dritte Satz, der eigentlich die spannende Aussage trifft. Er sagt nämlich, es gelten die gleichen Vorschriften wie für Sachen, außer es ist was anderes geregelt. Das bedeutet, ich kann Eigentum an einem Hund oder einer Katze haben, weil ein Hund und eine Katze diesbezüglich nicht anders geregelt sind als Sachen. Das ist anders als bei Menschen. Ich kann nicht Eigentum beispielsweise an Markus erlangen. Das ist unmöglich, glücklicherweise. Aber im Hinblick auf die Frage, die wir aufgerufen haben, ist das jetzt vergleichbar, bringt es uns jedenfalls keine positive Antwort. Jetzt könnten wir überlegen, in der Industrie gibt es viel Diskussionen über autonome Bestellungen oder den Kühlschrank, auch im Privaten, der sich selber wieder befüllt, indem er bei Amazon oder anderen Lieferdiensten gleich die Milch und die Butter nachbestellt. Schauen wir mal ins Vertragsrecht. Was sagt das Vertragsrecht über KI? Und das fängt an mit § 133 über die Auslegung von Willenserklärungen. Das sind Äußerungen, wo ein rechtsfähiges Subjekt seinen Willen kundtut und sagt, dabei ist der Wille zu erforschen und es ist nicht an den buchstäblichen Wortgehalt zu sehr zu achten. Na, ein wirklicher Wille, da kann man sich jetzt fragen, hat die KI sowas? Unsere jetzige wohl noch nicht. Wir können auch noch weiter schauen dazu, wie kommt der Vertrag zustande? Der kommt zustande durch ein Angebot und eine Annahme des Angebots. Das Angebot kann beispielsweise auch beim Bäcker sein, ich möchte bitte 5 Brötchen. Dann sagt die Verkäuferin sehr gerne und gibt sie mir. Das ist dann die Annahme. Damit habe ich einen Vertrag. Kann eine KI das jetzt machen? Dort ist das Gesetz vom Wortlaut relativ schmal. Das spricht einfach nur von wer. Da steckt implizit drin, das wissen wir Juristen jetzt, dass das wieder ein rechtsfähiges Subjekt sein muss.
Also beispielsweise ein Mensch. Es gibt noch mehr, es gibt auch Körperschaften, das wären etwa Unternehmen oder der Staat. Wiederum keine Aussage im Hinblick auf KI. Und wenn wir jetzt in die Grundnorm des Schuldverhältnisses schauen, dann sagt die, Kraft eines Schuldverhältnisses kann der Gläubiger vom Schuldner eine Leistung oder Unterlassung verlangen. Das wäre beispielsweise ein Vertrag, ist ein Schuldverhältnis. Auch das sagt aber nicht, wie es entsteht. Also auch hier keine Antwort im Hinblick auf die KI. Eine weitere Frage, die wir uns stellen können, ist, wenn das selbstfahrende Auto jetzt jemanden umgefahren hat, ist es verantwortlich? Aber auch da gibt es gar nicht so viel Spannendes zu entdecken, denn § 241 Absatz 2 sagt, es kann auch in Rücksicht, das Schuldverhältnis beinhaltet auch Rücksicht auf die Pflichten des, oder auf den Rechtskreis des anderen. Da brauchen wir aber wieder ein Schuldverhältnis, haben wir gerade festgestellt, haben wir nicht. Damit fällt auch die Norm für Schadensersatz weg, weil es keinen Schuldner gibt. So zumindest das Zwischenergebnis. Jetzt könnten wir überlegen, gibt es sowas Ähnliches wie Verträge, vertragsähnliche Schuldverhältnisse. Dort lehnen wir uns aber an so Dinge an wie Vertragsverhandlungen. Das sind so Fälle wie, ich gehe in ein Kaufhaus und rutsche auf einer Bananenschale aus. Auch das ist nicht so ganz mit unserer KI-Frage vergleichbar. Also im Vertragsrecht insgesamt müssen wir sagen, das BGB regelt dazu nichts. Das bedeutet am schlussendlich, die KI kann das wohl nicht nach Sinn des BGB. Jetzt können wir schauen, kann die KI außerhalb von Schuldverhältnissen zum Schadensersatz verpflichtet sein. Auch da greift das Gesetz jetzt keinen klaren Wortlaut auf, aber sagt wieder wer. Das heißt, es braucht ein handlungsfähiges Objekt. Auch da fallen wir wieder auf die allgemeine Regel zurück. Das heißt, wer ist wieder ein rechtsfähiges Subjekt? Und auch, da haben wir wieder die Feststellung, die KI ist als solches nicht definiert. Damit ist im Zivilrecht klar, Fehlanzeige, keine direkte Regelung. Es gelten die allgemeinen Regeln, danach agieren nur Menschen. Also die KI ist keine Persönlichkeit. Jetzt können wir noch ins Strafrecht beispielsweise schauen. Wenn ich jemanden umfahre, ist das ja wahrscheinlich potenziell eine Körperverletzung oder im schlimmeren Fall ein Totschlag oder Mord. Auch da sagt das Gesetz, naja, wer es zum Beispiel unterlässt, einen Erfolg abzuwenden, beispielsweise den Tod, der begeht eine Straftat, ist aber nicht besonders aussagekräftig, weil wieder wer drin ist und da steckt wieder drin, es braucht irgendein Subjekt. Wir können uns da aber anschauen, beispielsweise Schuldunfähigkeit. Strafbar ist nur, wer schuldfähig ist, das heißt umgekehrt, wenn man schuldunfähig ist, ist man nicht strafbar. Da hält das Gesetz beispielsweise fest, dass jeder, der noch nicht 14 Jahre alt ist, zum Zeitpunkt der Tat schuldunfähig ist. Das impliziert, rein von der Vorstellung, wenn wir das jetzt auslegen, einen Menschen oder jedenfalls ein Lebewesen, was die KI wohl nicht ist. Und tatsächlich richtet sich das Strafrecht auch nur an Menschen. Das zeigt sich auch bei dem nächsten Tatbestand der Schuldunfähigkeit, dass die eben bei seelischen Störungen zum Beispiel ausgeschlossen ist. Ob wir jetzt einer KI seelische Störungen zuschreiben könnten, naja, das wage ich eher zu bezweifeln. Wenn wir jetzt dann am Ende zur Täterschaft schauen, da sagt das Gesetz, Täter ist, wer die Tat selbst oder durch einen anderen begeht. Und auch das bezieht sich wieder auf Rechtssubjekte, wie man implizit daraus lesen kann. Das Gesetz ist allerdings älter als die allgemeine Kenntnis von KI. Also in Wissenschaftskreisen war das vielleicht teilweise als Vorstellung da oder in der Science Fiction, aber nicht im Allgemeinen. Deswegen ist das jetzt nicht explizit erwähnt. Man kann es aber im Wege der Auslegung rauslesen. Das heißt, die KI ist erstmal nicht geregelt. Was bedeutet einerseits, sie kann nicht verantwortlich sein, sie kann aber auch keine Rechte selber haben. Wir könnten jetzt noch schauen in die ganz grundlegenden Gesetze. Das Grundlegendste wäre bei uns in Deutschland die Verfassung oder ich denke jetzt gerne mal europäisch auch. Dort wäre es der Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union oder hier, wenn wir über Personen sprechen, spannender, die Charta der Grundrechte der europäischen Personen. Da können wir uns jetzt natürlich fragen, hat eine KI vielleicht Grundrechte? Und da müssen wir es eigentlich nur kurz aufmachen, um festzustellen,
Wohl eher nicht, weil Titel 1 schon anfängt mit der Würde des Menschen. Und wenn man dann anschaut, die ganzen Grundrechte beziehen sich auf Menschen und menschliche Wesen. Auch da also Fehlanzeige. Das bedeutet aber im Umkehrschluss, die KI hat jedenfalls keine Grundrechte. Damit kommen wir zum Ergebnis, auf die Frage bezogen, dass die KI wohl eher keine Person ist. Jetzt ist das Bild schneller umgeschaltet, als ich es wollte. Das zeigt nämlich zeigt uns auch glatt das Gegenteil des Ergebnisses. Was ich festgehalten hatte, war das europäische Ergebnis. Im Nahen Osten gibt es darüber teilweise jedenfalls andere Ansichten. 2017 hat Saudi-Arabien nämlich einer Roboter-KI die Staatsbürgerschaft zuerkannt und damit die klar zu einem Rechtssubjekt gemacht. An der Staatsbürgerschaft hängen juristisch klar Pflichten, aber auch Rechte. Das hat große Diskussionen gegeben, was das praktisch bedeutet. Da müsste man sich mit dem Recht von Saudi-Arabien beschäftigen. Es ist jedenfalls ein starkes Signal. Und auch bei uns, muss man sagen, gibt es die Diskussion, ob man einer KI Rechtspersönlichkeit zuerkennen soll. Die meisten meiner Kollegen sehen es eher zurückhaltend. Und auch ich denke, da müssen wir uns sehr fragen, wofür soll das gut sein und wo wollen wir damit hin? Wir können auch zusammenfassend festhalten, bei all der Gesetzgebung, es gibt kein klares Statement, was eigentlich die KI ist. Das hat das Recht noch nicht definiert. Ist aber auch ganz gut so, weil die Entwicklung dort ja relativ schnell ist. Also die Technologie entwickelt sich immer fort. Und wenn wir es zu sehr festschreiben würden, dann hätten wir vielleicht, wenn wir die Regelung haben, ein Gesetz von gestern. Würde sich das etwa ändern, wenn wir jetzt nicht von der Sophia, dem Roboter, sprechen, sondern von diesem Roboter Atlas, der kein Gesicht hat? Unsere Wahrnehmung ist vermutlich eine andere von so einem Roboter. Er wirkt anders. Tatsächlich beschäftigt sich das Unternehmen, das diesen Roboter gebaut hat, hauptsächlich mit der Bewegungsfähigkeit von Robotern, die sehr menschenähnlich wird. All solche Fragen müssen wir uns stellen. Was ist es eigentlich, um greifen zu können, wie wir das regeln? Und wenn wir uns jetzt fragen, was ist eigentlich die KI? Nochmal zurück zur Anfangsfrage. Wie wollen wir das definieren? Bringe ich als Beispiel einen Test, der wissenschaftlich überholt ist, aber nichtsdestotrotz sehr schön aus meiner Sicht die Fragestellung dahinter charakterisiert. Deswegen finde ich ihn als Einstieg gut. Das ist der Turing-Test, den ich hier grafisch symbolisiert habe. Und der funktioniert so, dass man eine Person hinsetzt, die mit einer anderen Einheit interagiert und darüber entscheiden soll, ob diese Einheit ein Mensch oder eine KI ist. Und die Person sieht diese Einheit nicht, also es ist quasi eine Wand dazwischen, das ist der Strich in der Mitte. Die Person spricht mit der Einheit und beispielsweise die KI entscheidet dann, was sie antwortet und gibt als Aktion eine Antwort zurück. Und auf Basis dieser Aktion gibt der Mensch seine Einschätzung am Ende nach einer Weile, ein paar Mal hin und her, ist das wohl ein Mensch oder eine KI? Man könnte in diesem Sinn auch die KI als Entscheidungsfindungsmaschine bezeichnen. Um das nicht bei dem alten, wissenschaftlich überholten Test zu lassen, der ist übrigens überholt, weil eine KI ihn bestanden hat, die aber nach Überzeugung aller Beteiligten nicht intelligent war, zeige ich noch einen anderen Test. Man merkt aber, wie viel wissenschaftlicher der wird. Der arbeitet über solche Sätze wie die hier. Man sieht zwei sehr ähnliche Sätze. Der erste Satz sagt übersetzt, die Stadträte haben den Demonstranten eine Genehmigung verweigert, weil sie Gewalt befürchteten. Und der zweite Satz ist nur ganz leicht in einem Wort geändert. Die Stadträte haben den Demonstranten die Genehmigung verweigert, weil diese Gewalt befürworteten. Und jetzt habe ich beim Übersetzen einen kleinen Fehler gemacht. Ich habe nicht ganz exakt den gleichen Wortlaut benutzt. Auf Englisch sieht man, da ist da vorne jeweils das gleiche Wort. Das habe ich jetzt mit zwei unterschiedlichen Wörtern übersetzt. Und das zeigt auch, dass hier dieses englische gleiche Wort in diesen zwei Sätzen eine leicht unterschiedliche Bedeutung hat. Es bezieht sich nämlich im oberen Satz auf the councilman, also die Stadträte, und im zweiten Satz auf die Demonstranten. Und dort ist es so, dass die
KI sehr große Schwierigkeiten hat, das zu ermitteln. Was ist die Bedeutung? Das nennt sich Vinograd Schema Challenge und die KI kann das aktuell nicht richtig auflösen. Das wäre ein aktuellerer Test. Man merkt, dass beide Tests mit Sprache arbeiten. Man könnte wahrscheinlich auch ähnliche Tests mit Bildern machen, aber es ist immer auf eine Kommunikationsebene bezogen. Wenn man jetzt anschaut, wie weit geht das, was Maschinen können, ist das aber beachtlich. Es gibt Tests, die Maschinen einen Lesetest machen lassen, parallel zu Menschen. Und das erstaunliche Ergebnis ist, dass teilweise die Maschinen besser sind als die Menschen. Und dort also den Menschen geschlagen haben, aber das heißt noch nicht unbedingt, dass die Maschinen auch wirklich den Text verstehen. Da gibt es dann ganz spannende Diskussionen, als Google Translate in der neuen Version rausgebracht hat, gab es wirklich Presseberichte in Massen darüber, dass die KI ihre eigene geheime Sprache entwickelt hätte. Und vielleicht, dass in Richtung der Ursprache ginge, weil Google eine neue KI-Lösung gemacht hat, bei der das nicht mehr aus einer Sprache, beispielsweise Japanisch, ins Englische und dann ins Deutsche übersetzt wurde, sondern dass durch immer die gleiche KI-Lösung ging. Und am Ende muss man aber sagen, das Einzige, was die KI dort gemacht hat, ist, dass oder was die Forscher dort gemacht haben, ist, sie haben ein Netzwerk gebaut, das Gemeinsamkeiten erkennt und die so weit erkennt, dass es mit mehreren Sprachen operieren kann. Das ist aber noch nicht eine Ursprache und das heißt vor allem nichts in Bezug auf das Verständnis, sondern es heißt nur, dass mehr Gemeinsamkeiten dort sind, so viele Gemeinsamkeiten gefunden wurden, dass man Übersetzungen machen kann. Die KI versteht aber immer noch nicht den Text. Das muss man sich immer vor Augen führen, wenn man Regulierungen macht. Also es ist eben kein intelligentes Wesen aktuell. Wie entscheidet die KI? Dabei, was passiert da drin? Das ist ja auch ganz essentiell für uns, um zu beurteilen, welche Regeln wir für eine KI setzen können. Das ist so, dass man jetzt, um in der Datenverarbeitung beispielsweise ein typisches Schema aufzugreifen, 5 Stufen hat. Das ist ursprünglich aus einem Forschungspaper, ich habe es aus einem Bericht der Datenethikkommission übernommen. In der ersten Phase sammelt man Daten, in der zweiten Phase bereitet man die Daten auf, macht also beispielsweise Einträge, die völlig widersinnig sind, raus oder ganz klar falsche Einträge. Dann gibt es eine dritte Phase, wo man aus diesen Daten auswählt, entweder selber oder maschinell auswählen lässt, welche Eigenschaften der Daten wollen wir uns eigentlich anschauen. Das nennt sich Feature Selection auf Englisch. Und erst wenn ich das gemacht habe, also sehr intensiv mich mit den Daten beschäftigt habe, kann ich ein KI-Modell trainieren und anwenden. Und nach der Anwendung muss ich dann immer noch, weil ich vielleicht auch Ergebnisse kriege, die nicht selbsterklärend sind, das Nachbereiten, auf gut Deutsch interpretieren. Das heißt, das ist ein sehr komplexer Prozess, der für uns als Anwender häufig gar nicht ganz offensichtlich ist. Beispielsweise gehen wir in die Google-Suchmaschine und geben was ein und da purzelt was raus. Die Mechanismen, die dahinter ablaufen, sind klare Maschinenlernalgorithmen. Das ist unserem Verständnis nach eine KI, die Google benutzt. Und wir sehen die ganze Komplexität nicht, weil Google-Ingenieure die für uns abgenommen haben. Das passiert sehr häufig, dass eben die Experten diese Schritte für uns durchlaufen und wir quasi aufbereitete Daten kriegen. Ich zeige kurz mal ein Beispiel, wie das an einem ganz einfachen Fall aussehen kann. Das ist etwas, das ich selber zum großen Teil nachprogrammieren konnte in einem Kurs. Das ist ein ganz altes Beispiel von angewendetem Maschinenlernen. Da geht es darum, Postleitzahlen zu erkennen. Das ist ein Beispiel von der amerikanischen Post. Oben links sind die Eingabedaten, die allerdings schon normalisiert sind. Also man sieht, die sind gescannt oder fotografiert und sie sind aufbereitet so, dass sie alle in der gleichen Größe sind. Das ist der erste Schritt. Sie sind
Und die Features sind auch ausgewählt. Also ich habe in dem dritten Schritt angeschaut, wie mache ich das. Es sind nämlich genau 20x20 Pixel, jedes Bild. Das heißt, die sind standardisiert schon. Und dann kann ich ein neuronales Netz, in dem Fall ein relativ einfaches, trainieren, das mir eine Prognose macht und beispielsweise sagt, das Bild rechts oben ist mit einer Wahrscheinlichkeit von 97% eine Null. Das ist das Ergebnis dieser Rechnung, der Anwendung des Netzes ist unten rechts zu sehen. Und man sieht auch, alle anderen haben auch eine Wahrscheinlichkeit. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass es eine 1 ist beispielsweise oder eine 4. Und wenn man reinschaut in das neuronale Netz, das ist das Bild links unten, sieht man, dass das Netz in der Zwischenebene etwas Konturen erkannt hat. Das ist nur ein ganz grober Einblick, der zeigt aber auch links unten, dass es gar nicht so leicht greifbar ist. Also können wir uns jetzt einen Reim daraus machen, wie das wirklich funktioniert. Ich kann zwar den Algorithmus etwas nachprogrammieren, aber ich kann daraus wahrscheinlich noch keine Schlussfolgerungen ziehen. Um Schlussfolgerungen zu ziehen, müsste ich mir andere Sachen anschauen. Wenn wir jetzt beispielsweise Prognosen in Bezug auf Corona-Erkrankungen nehmen, dann interessiert uns, dann ist es gut, wenn wir hier in der Grafik in der Diagonalen sind, nämlich wenn wir wahre positive oder wahre negative haben. Das heißt, ein Gesunder wird als gesund klassifiziert, eine Kranke wird als krank klassifiziert. Eine Gesunde wird aber auch nicht fälschlicherweise als krank klassifiziert oder umgekehrt ein Kranker als gesund. Weil wenn wir die falschen Ergebnisse hätten, wir Leute in den Rechten einschränken würden oder der Krankheitsausbreitung Vorschub leisten würden, indem wir keine Maßnahmen ergreifen. Das heißt, wir haben zwei Felder, die sind positiv und zwei Felder, die sind negativ und diese Bewertung ist letztlich eine statistische, die wir machen müssen. Wir brauchen also Mittel der Statistik, um überhaupt diese Ergebnisse zu analysieren und auch festzulegen, welche Fehlerraten können wir uns erlauben. Weil wenn die App dreimal sagt, ich war krank und der Test hat aber jeweils ergeben, ich bin gesund, dann werde ich sie wahrscheinlich nicht mehr nutzen. Dann ist die KI also nutzlos. Solche Elemente müssen wir auch bei der Regulierung berücksichtigen. Wenn wir das genauer anschauen, wie komplexe Sachen ansehen, dann merken wir, es ist sehr, sehr kompliziert wirklich. Das ist ein Beispiel, das eine Bilderkennung, ein Bilderkennungsnetz darstellt von 2017 auf Basis eines großen einer großen Bildsammlung, die jeweils getaggt ist, also wo markiert ist, welches Bild ist was, durch menschliche Arbeit. Und dieses Netz wurde darauf trainiert, möglichst gut diese Bilder nachzuerkennen. Und allein an der Zahl der Eingabedimensionen, nämlich über 150.000, merkt man, dass das etwas ist, das wir uns kaum noch vorstellen können. Das ist für die Regulierung ganz essentiell. Ich kann zwar in jeden beliebigen Punkt da reingehen und sagen, an der dritten Stelle von links oben in der 67. Ebene steht eine 0,313711. Aber das ist so komplex, dass selbst wenn wir da reinschauen können, wir uns keinen Reim draus machen können. Da brauchen wir also eine neue Disziplin, die uns hilft, das zu verstehen. Und glücklicherweise sind wir in den letzten Jahren auch dort weitergekommen. Das nennt sich Explainable AI. Ich habe hier ein Bild aus einem Übersichtspaper mitgebracht, das finde ich sehr schön verdeutlicht. Der obere Bereich zeigt, wie die KI arbeitet. Das ist die 1. Man gibt ein Bild von einem Hahn rein und dieses Blackbox-System, das wir nicht verstehen, gibt die richtige Aussage. Und dann gehen wir in einen Schritt 2, das ist jetzt das Neue an Explainable AI, und durchlaufen den Mechanismus quasi rückwärts und fragen, warum wurde dieses System, wurde dieses Bild als Hahn erkannt. Wir laufen also quasi von dem hinteren Neuron wieder durch und dann sieht man in dem kleinen Bild unter dem Hahnenbild, welche Bereiche des Bildes bei der Entscheidung, dass es ein Hahn ist, aussagekräftig waren. Und wir sehen, es ist der Hahnenkamm beispielsweise. Also es funktioniert ganz gut, zumindest in diesem Fall. Und das erst ermöglicht uns überhaupt zu sagen, dass die Vorhersagen der KI korrekt sind, also auf logischen Schlussfolgerungen beruhen. Das ermöglicht uns auch, etwaige Missverständnisse, Fehler, Voreingenommenheiten in den Daten beispielsweise auch zu erkennen, beispielsweise Diskriminierung zu identifizieren. Wir können so das Problem besser verstehen und schaffen letztlich überhaupt erst die Grundlage dafür, dass wir das regulieren können. Weil wenn wir das System nicht verstehen und nicht verstehen, warum es etwas macht, können wir es nur verbieten oder erlauben.
aber nichts dazwischen. Deswegen ist diese Forschungsdisziplin für die Rechtsetzung aus meiner Sicht ganz essentiell. Wenn wir das etwas genauer anschauen, gibt es da unterschiedliche Methoden. Für uns Juristen sind häufig die Texte ganz spannend. Da sieht man, die obere Methode ist etwas einfacher. Das sind die Triggerworte, also die Worte, die ausgelöst haben, dass das Thema so bewertet wurde, wie es bewertet wurde. Die roten unten sind mit blauen Worten noch die Worte, die dagegen sprechen. Und es wurde hier richtig als medizinisches Thema im Kontext Raumfahrt erkannt in dem Beispiel. Oder links sieht man einen Vulkan und eine Kaffeetasse, wo sehr schön die Konturen erkennbar sind. Vor allem bei dem Layer-wise Reverse Propagation. Glaube ich heißt, ich müsste nochmal nachschauen. Ich krieg's gerade. Ja, also es gibt unterschiedliche Methoden, die da unterschiedlich gut sind, aber wir arbeiten jedenfalls dran, besser zu werden an der Stelle. Und das ist essentiell, um Regelungen treffen zu können. Ansonsten, wenn wir Regelungen treffen, hätten wir die Frage, welche Felder müssen wir regeln? Und da können wir mit Standardhandwerkszeug einfach kommen und sagen, wir können Geh- und Verbote machen, also Handlungen regeln. Wir können auch, da schließt sich der Kreis zum BGB, es ist eben doch wichtig, ob es ein Rechtssubjekt ist und ob ich Eigentum erwerben kann. Wer hat Eigentum an der neuesten KI oder an Dingen, die die KI erschafft? Wenn die KI den erfolgreichen Sommerhit 2020 komponiert, kann jemand Eigentum daran haben? Und letztlich natürlich auch Risikotragung. Wenn was schief geht, wer ist dafür verantwortlich? Ist es die KI selbst? Das wären so typische Felder, die wir regeln können. Aber das sagt uns natürlich noch nicht, was wir da regeln können. Die Datenethikkommission, eine Kommission, die die Bundesregierung beauftragt hat, hat sich das aus meiner Sicht ziemlich einfach gemacht. Ich zitiere hier nicht aus deren Gutachten, sondern aus einem Fachartikel darüber. Die Dame, die das geschrieben hat, schreibt, dass die Datenethikkommission richtigerweise die Meinung vertritt, dass am Ende immer Menschen entscheiden, also eigentlich wir keine Regelung brauchen. Wenngleich ich im Ergebnis dabei bin, dass wir wenig Regelung brauchen, ist die Begründung hier meines Erachtens nach grundfalsch. Wir werden nämlich sehen gleich, dass es eben nicht immer Menschen autonom entscheiden können. Ein Beispiel, konkret aus der Juristerei, ist aus Amerika. Dort benutzten Gerichte Software, um zu entscheiden, wie lange, um dem Richter Vorschläge zumindest zu machen, wie lange Straftäter in Haft kommen sollen. Und aus meiner Sicht ganz zu Recht titelt ein juristisches Journal Injustice Ex Machina, also Ungerechtigkeit aus der Maschine, was diese Algorithmen wirklich mit Strafen machen. Denn Wissenschaftler haben relativ bald dann rausgefunden, dass die linke Person länger ins Gefängnis kommt als die rechte. Und nur von dem Bild würden wir uns fragen, warum? Was die Forscher entdeckt haben, ist, die Software diskriminiert systematisch. Schwarze werden immer schlechter beurteilt als Weiße. Und das ist ein Ergebnis, das wir uns als Gesellschaft aus meiner Sicht nicht leisten sollten. Deswegen ist es ganz essentiell, und da kommen wir zurück zur Explainable AI, diesen Algorithmus nicht als geheime Blackbox zu sehen, sondern zu verstehen, warum kommt das Ergebnis beispielsweise, der wird wahrscheinlich rückfällig, zustande. Und in dem Fall haben Forscher eben entdeckt, es kommt unter anderem zustande, weil die Lebensumstände der Schwarzen im Schnitt so sind, dass dort mehr passiert und die KI auf diesen Lebensumständen basierend diese Entscheidung trifft. Das heißt aber ja nicht im Einzelfall, dass das wirklich der gefährlichere Straftäter ist. Und deswegen kam dann auch Technology Review unter anderem mit dem Titel schon sehr treffend aus meiner Sicht zum Ergebnis, dieses Vorgehen, diese geheimen Algorithmen gefährden den Rechtsstaat. Rule of Law heißt, ist die Rechtsstaatlichkeit letztlich. Also da können wir aus meiner Sicht nicht stehen bleiben. Und ich würde auch sagen, bei uns ist es verfassungswidrig. Jetzt komme ich wieder mit einem deutschen Gesetz. Unser Grundgesetz, also die deutsche Verfassung, sagt nämlich in Artikel 3, dass niemand unter anderem aufgrund der Abstammung und Rasse benachteiligt werden darf.
Und wir haben gleichzeitig dann sehr viel konkretere Regelungen, etwa im Datenschutzrecht, das sagt, dass ich das Recht habe, als Person nicht einer automatisierten Entscheidung die rechtliche Bindungswirkung für mich, die rechtlich relevante Wirkung gegenüber mir entfaltet, unterworfen zu werden. Allerdings muss man sagen, dieser Grundsatz ist relativ löchrig. Ich habe auch Absatz 2 abgebildet, der zum Beispiel sagt, dass das nicht gilt, wenn das für eine Vertragsentscheidung, also für die Erfüllung oder den Abschluss relevant ist. Das ist schon ein relativ großes Tor. Nichtsdestotrotz müssten sich Einheiten, die das machen, Menschen, die das machen, rechtfertigen. Das heißt, gewisse Regelungen haben wir und die gelten natürlich für schlichte Datenverarbeitung, aber auch für KI. Wenn wir jetzt an neue KI-Technologien denken, wie die schon genannten selbstfahrenden Autos, kommen dann noch Probleme hinzu. Also ich darf mich nicht nur auf Diskriminierung beschränken, sondern ich muss mich auch fragen, wie regel ich Konfliktsituationen? Also das typische Beispiel ist, was passiert, wenn das Auto vor der Entscheidung steht, fahre ich zwei Kinder oder einen Erwachsenen um? Darf ich überhaupt nach dem Recht eine Abwägung zwischen Menschenleben machen? Das Recht macht sich aus meiner Sicht zu einfach und sagt nein. Zu einfach deswegen, weil es am Ende, wenn ich nicht entscheide, auch eine Entscheidung ist, nämlich das Auto fährt irgendwie weiter oder bremst abrupt. Es ist irgendeine vorprogrammierte Sache und man tut nur so, als wäre die Entscheidung nicht da. Hier haben wir also ganz klare Herausforderungen und Diskussionen, die wir führen müssen, die wir im Recht implementieren können, die aber letztlich erstmal eine gesellschaftliche Entscheidung sind. Bei der Gesellschaft und der gesellschaftlichen Entscheidung kommen wir dann auch aus meiner Sicht zu einem sehr wichtigen Punkt, nämlich wir können die Entscheidung nur dann sinnvoll treffen, wenn wir auch befähigt sind dazu. Und im Moment ist es ein Thema, mit dem sich vermutlich ein eher kleiner Teil der Bevölkerung befasst. Das sollten wir ändern. Da finde ich, hat ein finnisches Modell wirklich Leuchtturmcharakter, in dem es sagt, wir wollen die allgemeine Bevölkerung im KI-Thema schulen. Wenn wir uns jetzt konkret fragen, jetzt aktuell, welchen Rahmen sollten wir setzen, dann haben wir immer eine Abwägung zwischen Innovation auf der einen Seite, also wir wollen es wahrscheinlich nicht alles verbieten, weil wir vielleicht selbstfahrende Autos wollen, eine bessere medizinische Versorgung und. Auf der anderen Seite aber auch die Vorsicht, die Sicherheit, den Schutz unserer Daten, Entscheidungsfreiheit. Diese Abwägung müssen wir immer wieder neu austarieren und ich würde es als labiles Gleichgewicht bezeichnen. Also es wird nie stabil sein, sondern wir müssen das immer neu verhandeln. Die Datenethikkommission gibt relativ programmatische Sätze dazu. Das ist eine Anleitung, die eben eine von der Politik eingesetzte Kommission gegeben hat und sagt, ja, wir müssen da unsere freiheitlichen Grundsätze einbeziehen und wir müssen auch die individuelle Entscheidungsfähigkeit fördern. In der Allgemeinheit würde ich sagen, sind das durchaus Sätze, mit denen man sich identifizieren kann. Da sehe ich nichts Falsches drin. Die werden aber auch ein bisschen konkreter. Dann, das ist in einem anderen Teil der Studie, da empfehlen sie eine Algorithmenregulierung, nämlich eine EUVAS, die Europäische Verordnung über algorithmische Systeme, die eine ganz wichtige Aussage zu dem Thema ist, wir sollten risikoadäquat das regulieren, und zwar indem wir ganz gefährliche Sachen, also beispielsweise die Kampfdrohnen, vielleicht komplett verbieten, das ist die rote Spitze auf der Grafik, wohingegen wir ungefährliche Sachen freilaufen lassen können und dazwischen müssen wir punktuell regulieren. Auch das ist eine allgemeine Aussage, die meiner Ansicht nach richtig ist. Wir müssen uns nur fragen, wie kommen wir dahin? Also es ist ein richtiger Programmsatz, aber vielleicht noch nicht die Lösung. Wenn wir uns die Lösung überlegen, haben wir nämlich auch immer ein Problem. Ich habe hier ein Zitat eines Zukunftsforschers mitgebracht, der eine alte Erkenntnis dort zusammenfasst, nämlich dass wir das, was naheliegend ist, häufig überschätzen und das, was fernliegend ist, unterschätzen. Das heißt, im Hinblick auf KI haben wir die Erwartung, dass der Kühlschrank morgen seine Nachbestellung macht, aber wir haben keinerlei Vorstellung, was in 20 Jahren passieren wird. Und wahrscheinlich ist das mit dem Kühlschrank morgen noch nicht der Fall, aber in 20 Jahren hat sich viel mehr verändert, als wir uns heute je träumen können. Das bringt uns dazu, dass wir eigentlich nicht den einen Ansatz wählen können, sondern immer weiter lernen müssen. Wir müssen
kontinuierlich weiterarbeiten. Und das ist ein Bild aus Qualitätsmanagementsystemen. Dort wird das nämlich auch schon gemacht, schon seit langem. Nennt sich Plan-Do-Check-Act-Zyklus. Und die Idee ist, ich überlege mir eine Richtung, ich plane darauf basierend, ich implementiere das, also ich setze es um, dann prüfe ich, wie das Ergebnis war und agiere auf Basis der Erkenntnis, die ich daraus gemacht habe, mache also einen neuen Plan. Und jedes Mal schiebe ich quasi einen etwas höheren Standard als Keil rein und werde immer besser. Und das, denke ich, brauchen wir auch im Umfeld der KI rechtlich, dass wir eben sagen, wir werden nicht heute die große Lösung für alle Themen rechtlich haben, sondern wir müssen immer wieder nachjustieren, immer wieder die Diskussionen führen. Wenn wir das machen, haben wir aber auch, glaube ich, gute Chancen. Zusammenfassend müssen wir die KI besser verstehen, um sie gut zu regulieren. Ein Komplettverbot beseitigt aus meiner Sicht nicht die Problematik, sondern schiebt sie in den Untergrund. Also wenn wir es verbieten würden, glaube ich, die Mafia würde es trotzdem tun oder China. Und wir müssen vorsichtig lernen, regelmäßig nachprüfen, intensiv gesellschaftlich diskutieren. Wenn wir das machen, kann uns, glaube ich, die KI in der einen oder anderen Form auf dem Weg in die Welt unserer Träume ohne Klimawandel mit viel Frieden und Wohlstand für alle durchaus helfen. Und da kann das Recht auch einen Beitrag leisten. Danke. Ja, vielen Dank. Wir haben einige Fragen bekommen in der Zwischenzeit. Über Twitter fragt Gerrit zum Beispiel, würden Sie einem Urteilsspruch durch eine KI eher vertrauen bzw. akzeptieren als durch Juristen? Das ist eine sehr gute Frage, finde ich, die gar nicht so leicht zu beantworten ist. Wir müssen uns letztlich Dinge anschauen wie die Fehlerraten von Menschen. Wir müssen ja ganz offen zugeben, auch wir Juristen, auch als Richter, irren. Auch wenn man manchmal den Eindruck hat, dem sei nicht so. Oder wenn wir das gerne spielen. Letztlich ist es so, dass ich denke, es kann passieren, dass eine KI bestimmte Dinge besser regulieren kann. Was sie aber nicht regulieren kann, ist die Frage, wo sind Bruchstellen? Also die KI wird immer ihr Schema durchlaufen. Wohingegen ein Richter beispielsweise feststellen kann, dass hier in dem einzelnen Fall ganz besondere Umstände vorliegen, die vorher noch nie vorlagen, weshalb der Mechanismus von früher nicht mehr passt. Deswegen würde ich sagen, selbst wenn die KI zu 99% richtig liegt und der Richter nur zu 95%, glaube ich, sollten wir den Richter nicht komplett durch die KI ersetzen. Also wir brauchen immer noch die menschliche Komponente drin. Brauchen wir denn langfristig, eine weitere Frage, eventuell ein eigenes Gesetzbuch für KI? Also zum Beispiel statt einem bürgerlichen Gesetzbuch eine AIL, Artificial Intelligence Law? Ja, das liegt, es ist eine gute Frage. Ein bisschen geht diese EUVAS ja in die Richtung. Letztlich hängt es rechtlich aus meiner Sicht an der Frage, ob wir der KI Rechtspersönlichkeit zuerkennen. Und ich denke, das hängt am Ende an der Diskussion, wann ist eine KI eigentlich eine Art Persönlichkeit? Wann hat die einen eigenen Willen? Und aktuell sind wir da nicht. Ich habe mich mal für einen Artikel damit beschäftigt, was die Forscher dazu sagen, ob die erwarten, wann die starke KI auftritt, die häufig auch mit Singularität, also dem exponentiellen Lernen, gleichgestellt wird. Da kam die 2040er raus im Mittel, aber die Spanne, in der sie auseinanderlagen, war gigantisch. Das heißt auf gut Deutsch, es weiß keiner. Und erst wenn das im Anmarsch ist, glaube ich, brauchen wir es. Bis jetzt nicht. Eine weitere Frage, warum reden wir immer bei der KI nur von der Judikativen? Könnte sie nicht auch in der Legislativen eine gute Leistung vollbringen, indem sie die Gesetze schreibt, ohne die Lobbyisten immer zu bevorzugen? Das ist spannend. Die Frage formuliert nämlich bezieht unterschiedliche Aspekte rein. Sie greift Probleme auf, zweifelsohne. Also wir haben Lobbyismus, der einerseits ein Teil der Lösung ist, nämlich er soll ja der Rechtsetzung helfen, die speziellen Faktenlagen der Felder besser zu verstehen. Andererseits gibt es immer eine Tendenz mit. Die Schwierigkeit ist natürlich, wie würden wir diese KI programmieren? Also nach welchen Regeln würde sie Regeln entwerfen? Das wäre heute ganz essentiell, das festzulegen, weil wir nur eine schwache KI haben. In der Zeit, glaube ich, ist es so komplex, dass wir es kaum hinkriegen. Wenn wir eine starke KI hätten, weiß ich gar nicht, ob wir die Frage selber noch beantworten dürfen.
Neutrum hat am Anfang deines Vortrags gefragt, kann eine Regierung haftbar gemacht werden für die Einschätzung einer KI? Zum Beispiel Person X im Mittleren Osten wird als Gefahr eingestuft. Drohne führt daher den Tötungsauftrag durch. Also ehrlich gesagt bin ich völkerrechtlich, was das Kriegsrecht angeht, nicht so bewandert. Und da weiß ich schlicht nicht, was das sagt. Grundsätzlich ist es im Recht so, dass wir ein Territorialprinzip haben. Also es gilt das Recht des Ortes, an dem ich mich aufhalte, im Grundsatz. Das deutsche Strafrecht gilt eben in Deutschland. Das saudi-arabische Recht gilt in Saudi-Arabien. Wenn wir jetzt an fremde Länder denken, würden die das nach ihrem eigenen Recht beurteilen, ob ihre Regierung haftbar ist. Und es gäbe natürlich eine Tendenz, denke ich, dort zu sagen, als Rechtsetzung, ich möchte nicht haftbar sein als Staat. Dann haben wir noch eine weitere Frage. Also darf ein Staat zum Beispiel in die digitale Privatsphäre eindringen? Und ein Medientheoretiker meinte vor Karlsruhe dazu, dass wir uns zum Transhumanismus bewegen. Jetzt wird es philosophisch. Oh ja, in der Tat. Also die Frage beantworten unterschiedliche Juristen unterschiedlich. Gerade zu dem Thema hat ja das Verfassungsgericht auch die Tage eine Entscheidung getroffen und hat gesagt, dass der Bundesnachrichtendienst zu weit gegangen ist mit seinen Abhöraktionen. Tatsächlich legt die Politik immer neue Regeln auf, die dort Nachrichtendiensten mehr erlauben. Und es ist letztlich genau die gleiche Frage wie immer, welche Regeln setzt uns die Legislative? Also es geht immer weiter und tendenziell wird mehr erlaubt, was ich persönlich fragwürdig finde. Ja, herzlichen Dank, Balthasar, für deinen spannenden Vortrag. Rechtliche Aspekte der künstlichen Intelligenz, ein Thema, das unsere Ringvorlesung Künstliche Intelligenz in diesem Sommersemester sicherlich gut abgerundet hat oder beziehungsweise abrundet. Wir sind aber noch nicht am Ende mit der Ringvorlesung in diesem Semester. Am 8. Juni kommt zum Abschlussvortrag Professor Dr. Roland Frank von der Media Design Hochschule in München und spricht über Medieneinsatz und KI. Also wie kann künstliche Intelligenz in der Medienbranche eingesetzt werden? Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie wieder zuschauen und herzlichen Dank fürs Dabeisein heute. Tschüss!